Am 14. Juni feiert im Rahmen des Festivals Klangbad Hall die Operette Die Fledermaus unter der Regie von Gerald Pichowetz, der auch die Rolle des Gerichtsdieners Frosch spielt, im Stadttheater Bad Hall Premiere. Ja, von der Handlung her ist es das, was es ist, das, was das Libretto vorgibt. Also wir haben es nicht modernisiert, dass wir es so gemacht haben, sondern eigentlich mit viel Spaß und viel Hetz und mit guten Schmäde eingebaut werden, dass denen Leute gefällt. Soll ja denen Leute gefallen, nicht uns. Wir arbeiten dafür, dass die Leute lachen. Und die Musik ist natürlich sowieso von Johann Strauss großartig, die kennt auch jeder, die ist auch so, wie sie im Buch steht. Eine sehr schwungvolle Operette, die Fledermaus, mit sehr viel aktuellem Bezug natürlich. Ich meine, man kann zwar nicht besser sein als um 7:30 auf noch die Nachrichten, nach dem, was in der Politik sich abspielt, aber ein bisschen was werden wir schon durch den Kakao ziehen. Die Majestät wird anerkannt, Prinz im Land, jubeln mit Champagner, der erste Siegerland. Mit dabei sind viele internationale Stimmen, die sich über die Region hinaus sehen und vor allem hören lassen können. In der Auswahl der Mitwirkenden war Intendant Ernst Theiss darum bemüht, dem Original aus dem Jahre 1873 möglichst nahe zu kommen. Neben Sophie Klussmann als Rosalinde, Gerald Pichowetz als Frosch, stehen neben anderen auch Rita Lucia Schneider als Prinz Orlowski und Eugene Amesmann als Gabriel von Eisenstein auf der Bühne. Die Fledermaus ist das bekannte Spiel um Eifersucht, Neid, Liebe, Niedertracht, Oberflächlichkeit, Dummheit, Intelligenz und Existenzangst. Pack den Herrn Marquis! Marquis? Die Hefenbrüder werden auch alle mein Lublich, ne? Der Rektor. Soll mir auch nicht ein bisschen, was weiß ich, knieben, fesseln oder die Daumenschrauber ansetzen? Ich habe eine Idee. Ich könnte ihn foltern. Ich habe nur einen deutschen Kaffee. Na, dann lieber die Daumen schrauben. Ja, dann muss ich. Schau, dann muss ich. Ah, was der doch. Das Lied Glücklich ist, wer vergisst, das Johann Strauss eigens dafür komponierte, ist bis heute noch immer brandaktuell. Bis 14. Juli stehen insgesamt 12 Vorstellungen auf dem Programm. Karten gibt es im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde, beim Tourismusverband Bad Hall und im Internet unter www.klangbadhall.at. Die Majestät wird anerkannt, Prinz im Land.